Es ist mittlerweile 9:3, der TSV Bützow hat auch seine erste Auszeit genommen. Was wird der Trainer Ihnen nochmal auf den Weg gegeben haben? Oh, ich habe keine Ahnung. Wenn du das Spiel jetzt hier so verfolgst, wo siehst du dort die deutlichen Unterschiede zwischen beiden Mannschaften? Also bei Schwerin ist eindeutig mehr Bewegung ohne Ball. Die Bützow sind alle sehr auf den Mann fixiert, haben auch athletische Defizite gegenüber den Schwerinern, kommen da nicht hinterher und können auch nicht in die Pässe gehen. Während die Schweriner gut ballorientiert arbeiten. Gut, jetzt war Foul abseits des Balls, aber alle sind jetzt bereit, den Pass abzufangen. Die Arme sind oben, alle sehen den Ball und sehen ihren Gegenspieler. Und dann ist auch der Ballgewinn irgendwann möglich und dann geht es mit Tempo nach vorne. Wenn die Bützower da nicht ganz so motiviert zurücklaufen, das wäre jetzt ein schlampiger Pass. Zerfahrenes Spiel gerade. Mit welchen speziellen Trainingsinhalten trainiert man zum Beispiel eine offensive Abwehr, was wir ja hier die ganze Zeit sehen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Parteibeispiele natürlich da gern gesehen. Ansonsten Fangespiele sind auch möglich und so weiter und so fort. Einfach, wo sich die Jungs im freien Raum bewegen und lernen, die freien Räume, die es dann gibt, auf dem Spielfeld zu nutzen und da reinzulaufen, dass sie nicht alle auf dem Haufen stehen und die volle Spielfeldbreite nutzen und gleichzeitig aber auch immer irgendwie den Ball im Auge haben. Also ist es nicht so wie dieses Phänomen, wenn die Jungs oder die Mädchen anfangen Handball zu spielen, diese kleine Traumbildung, wo dann die Punkte von links nach rechts wandern, das versucht man dann schon rechtzeitig abzustellen, ja? Ja, klar, das ist das, was die automatisch machen. Sie kommen her, sie wollen Handball spielen, sie sehen den Ball, den wollen sie haben und dem laufen sie auch dann hinterher. Wenn man mal nach Dänemark guckt oder so, wenn man mal in Dänemark Holstebro Cup, die spielen da ja auch im unteren Altersbereich schon eine 6-0-Deckung, weil das ja eben typisch dänisch ist. Und man halt immer am Sechser Hand in Hand quasi immer zur Ballseite. Das ist nicht schön und da kommt auch nicht viel bei raus im Endeffekt. Die lernen zwar dieses Rückverhalten, aber in der Offensive kommt dann irgendwie ein unmotivierter Wurf oder so. Und es hat nicht viel mit Bewegung zu tun und mit Handball auch nicht. Und da ist die individuelle Ausbildung bei uns einfach besser. Aber weil du es gerade ansprichst, den dänischen Handball, so falsch kann das ja gar nicht sein, weil sie stehen heute im WM-Finale. Ist das schon auch zurückzuführen auf die Ausbildung in der Jugend? Wie genau das Jugendkonzept jetzt von Dänemark aussieht, da die Rahmentrainingskonzeption, weiß ich nicht. Die haben eine sehr, sehr gute technische Ausbildung, das sieht man bei allen Spielern auch, egal was bei den Dänemark hochkommt, sind technisch sehr stark ausgebildet, gerade die Außenspieler und sie legen natürlich viel Wert auf den Konter. Machen ein schnelles Spiel, das sind wir jetzt auch bei Dänemark bei der Weltmeisterschaft. Sie spielen sehr schnell nach vorne, erste, zweite Welle. Und das geht natürlich aus so einer 6-0-Abwehr auch hervor. Also auch wenn man schon im kleinen Bereich 6-0 spielt und dann den Wurf abfängt, dann kann man schnell nach vorne flitzen und das Kontertor machen. Und das lernen sie halt von klein auf. Und was bei den Dänen, allgemein bei den Skandinaviern, was ich ganz erstaunlich finde, ist diese Emotionen, die sie immer mitbringen. Also da wird sich in der E-Jugend schon über ein Tor gefreut, wie beim Fußball in der Bundesliga. Da gehen die ab und reißen die Faust hoch. Das ist sensationell. Und das sieht man bei den Deutschen leider nicht. Die sind da immer ein bisschen steif und zurückhaltend und können da nicht so richtig aus sich rausgehen. Aber es gehört einfach zum Handball auch dazu, dass man sich über ein Tor freut. Genauso wie man sich darüber ärgern muss, wenn man eine schlechte Aktion macht, weil Emotionen Teil dieses Spiels sind. Ich glaube, ein weiterer Unterschied zwischen dem deutschen Handball und den allgemein skandinavischen Handball ist das Nutzen in der Jugend von Haftmittel. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das? Stimmt. Die Skandinavier fangen da schon sehr früh mit an. Da hatten wir auch schon Probleme. Ich glaube, die machen das erstes Jahr C-Jugend oder so. Wir haben ja in der E- und D-Jugend machen wir das nicht. In der C-Jugend weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird. Aber bei uns in der D-Jugend zum Beispiel so, die dürfen einmal die Woche trainieren sie mit Harz. Ist auch vollkommen richtig. Also Harz ist ganz klar Bestandteil des Arbeitsmaterial eines höherklassigen Spielers im Männerbereich oder Frauenbereich. Das gehört einfach dazu. Ansonsten wäre der Handball nicht so, wie er heute wäre. Aber im Jugendbereich dieses vernünftige Werfen und Fangen, wenn die gleich mit Harz anfangen würden zu spielen, dann lernen sie ja gar nicht die richtige Fanghaltung und die richtige Wurfhaltung. Das müssen sie einfach von Anfang an drin haben. Und deswegen ist am Anfang ohne Harz zu spielen eindeutig besser. Du hast es ja vorhin kurz beschrieben, ist glaube ich für die Jungs und für die Mädchen auch in dem Altersbereich wichtig, dass sie den Handball mit Spaß oder mit Spielen erlernen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das macht es ja aus. Es ist eine Sportart, wo es darum geht, es ist eine Spielsportart. Und wenn man vorne im Angriff ist, dann versteht man das auch als Spiel. Das heißt, man muss die Situation spielerisch lösen und da nicht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, sondern Handball ist auch Denken und ein bisschen Taktik gehört dann auch dazu und da den richtigen Weg durch die Abwehr zu finden. Und das ist eben auch alles spielerisch. Ne?
Ja. Wenn wir uns hier unterhalten, sind jetzt mittlerweile schon 13 Minuten gespielt. Es steht 13-4 für Post-Telekom. Wenn man jetzt hier die Mannschaften sieht, das ist ja ein deutlicher Leistungsunterschied zu sehen. Wo geht die Reise in der D-Jugend jetzt hin? Die Landesmeisterschaften stehen ja sicherlich auch vor der Tür. Ist diese Mannschaft, die D2, schon ein Mitfavorit auf den Titel? Nein, die D2 sicherlich noch nicht. Die sind ja auch jetzt in der Spielunion, dritter oder vierter Platz, glaube ich. Werden an der Vorrunde teilnehmen, ob sie es zur Endrunde schaffen. Hängt ein bisschen damit zusammen, ob sie noch drauflegen können und was sie für Gegner zugelost bekommen. Aber Chance auf eine Medaille sieht ja schlecht aus bei den Jungs, weil sie einfach jüngerer Jahrgang sind, sind 99er Baujahr und sind halt nur die D2-Jugend und deswegen sind die Chancen auf den Titel nicht ganz so hoch oder auf eine Medaille nicht so hoch. Anders ist das natürlich bei der D1, beziehungsweise den Jungs, die schon in der C2-Jugend spielen, die sind 98er Jahrgang. Für die ist eigentlich das Ziel ganz klar der Landesmeistertitel. Für die Jungs geht es einfach darum, nochmal Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich und nächstes Jahr dann haben die dann ihren großen Auftritt. Also das zeichnet ja natürlich eine exzellente Jugendarbeit aus und ich glaube, da sind wir auch beim Stichwort. Zum wiederholten Male hat Post Schwerin bzw. Post Telekom Schwerin das Jugendzertifikat von der HBL bekommen. Kannst du vielleicht kurz mal die Inhalte dieses Jugendzertifikates beschreiben? Ja, da geht es einfach bloß darum, wie ist der Verein organisiert, wie laufen die Kooperationen mit Schule meinetwegen, mit dem Sportgymnasium, wie werden Kinder gesichtet, wie wird ausgebildet, wird leistungsorientiert oder ausbildungsorientiert ausgebildet, also auf Ergebnis gespielt oder geht es darum, alle Kinder gut auszubilden. Was ist da noch drin? Die ärztliche Versorgung der Kinder wird untersucht, wird geschaut, ob das vorhanden ist. Also ein paar Kleinigkeiten. Die Trainer sollten lizenziert sein, alle. Im unteren Bereich mindestens eine C-Lizenz, im oberen Bereich mindestens eine B-Lizenz. Und es sollte, ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Und welchen Anteil hat die Bundesligamannschaft daran? Am Jugendzertifikat. Welchen Anteil hat die Mannschaft daran? Die Bundesliga-Mannschaft hat damit ja wenig zu tun. Es geht ja vorrangig um den Jugendbereich. Also ist einfach bloß der Blickpunkt für die Jungs. Da will ich irgendwann mal hin. Ja, die Motivation. Ist das so, dass zum Beispiel der Trainer oder einige Spieler sich hier auch mit in die Nachwuchsmannschaften mit einbringen? Ja, das ist mit Dirk Borchler gekommen, so wie mir erzählt wurde, sag ich mal. Also ich bin ja erst seit August hier und kenne es nur mit Dirk Borchler, aber Dirk engagiert sich hier sehr für die Jugend, ist auch immer bereit, da was zu machen, wenn man ihn fragt. Und geht auch auf einen zu und es gibt Patenschaften bei den Spielern, bei den Bundesligaspielern. Jeder ist Pate einer Jugendmannschaft und kann hier mindestens einmal im Monat zum Training kommen und das Training auch leiten. Das ist auch immer eine große Motivation für die Jungs, wenn sie hier bei der Leitung eines Bundesligaspielers stehen. Zudem macht Igor Levschin speziell montags immer Torwarttraining mit allen Torhütern von Schwerin und es zeichnet sich auch aus, das ist jetzt schon eine Entwicklung bei den Torhütern zu sehen und dem macht es auch viel Spaß. Die sind auch alle heiß drauf, die Jungs, das mit Igor zu machen, weil es einfach für die ist das der Stern, wo sie irgendwann hinwollen und wo sie nachgreifen. Und für die ist es die Motivation, nach oben zu kommen und diesen Sport zu machen. Also ist es so oder nicht so, dass die Mannschaft sagt, wir sind Bundesligaspieler und es ist alles egal, was drumherum passiert, sie bringen sich schon ins Vereinsleben mit ein? Ja, auf jeden Fall und das läuft dieses Jahr auch gut. Und sind auch bei irgendwelchen Sonderaktionen, wie zum Beispiel den AOK-Aktionstag, den wir letztens hatten, sind sie dabei und engagieren sich und sind auch dabei und helfen, dem Verein neue Kinder zu gewinnen. Wie läuft das bei euch zum Beispiel mit der Neugewinnung von Mitgliedern? Ja, es gibt verschiedene Varianten, wie man das macht. Man macht entweder so Aktionen, man kann Aktionen machen, Sonderaktionen, wie zum Beispiel diesen AOK-Aktionstag. Dann läuft mit Grünweiß-Schwerin jetzt bald das Grundschulsportfest, wo dann die Grundschulen kommen und zwei Felderball gespielt wird und Mini-Handball. Da kann man nochmal speziell gucken und Kinder ansprechen. Es sind dann halt so Sachen, die in Kooperation mit der Schule laufen oder wo man Marketing auch ein bisschen machen muss, also in die Zeitung schreibt, wir machen an dem und dem Tag diese Aktion, bringen Sie Ihr Kind vorbei und dann kannst du gucken, ob das Spaß macht und vielleicht wird es dann Mitglied des Vereins oder kommt mal zum Handballtraining und so weiter. Andere Möglichkeit ist natürlich immer in die Schulen zu gehen, Grundschulsport zu machen und da schon auf Kinder zu gucken, Kinder zu blicken und auch Kinder anzusprechen speziell und zu sagen, komm noch mal zum Training, du hast Talent und dir würde das sicherlich auch Spaß machen. Das ist, glaube ich, somit deine Hauptaufgabe als Vereinssportlehrer, dass du unterwegs bist in den Schulen, oder? Ja, das ist richtig. Ich mache auch einmal die Woche bisher Grundschulsport. Das ist noch ein bisschen wenig auf jeden Fall.
Aber bei mir war jetzt erstmal die Einarbeitungszeit und ein paar andere Sachen, die dann laufen mussten. Das soll dann auch ein bisschen mehr werden, weil wie gesagt, wir im unteren Bereich wenig Kinder haben und da schnell wieder was kommen muss, damit diese Pyramide wieder entsteht, wir den großen Unterbau haben und die kleine Spitze. Felix, sind jetzt noch knapp anderthalb Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Wie zufrieden bist du mit der ersten Halbzeit dieser Mannschaft oder der Mannschaften? Ja, ist ja immer schwierig, gegen so einen Gegner zu spielen, wenn man so massiv überlegen ist. 17-4 wird, denke ich, dem Leistungsstand so ein bisschen gerecht. Poschwin hätte natürlich höher führen können, wenn sie die Bälle da vorne reingemacht hätten und ein paar Pässe nicht so lästig gespielt hätten. Wird viel übers Tor geworfen, geht man ein bisschen Larifari mit den Chancen um. Wenn man das ein bisschen konsequenter nutzt, dann könnte man auch höher führen. Aber wie gesagt, die Motivation, immer wieder den Ball zu erkämpfen und das Ding da mit aller Macht reinzuhauen vorne, dann ist immer schwierig gegen so einen Gegner. Wie kann Trainer Gill seine Mannschaft motivieren, dieses Spiel noch für sich einen Lerneffekt herauszuholen? Ist es vielleicht eine Möglichkeit, dort einfach mal zu sagen, man lässt das Tippen weg oder man muss eben halt eine Mindestanzahl an Pässen gespielt haben? Wie kann man sowas noch beeinflussen? Ja, also wirklich den Tippschlag wegzulassen ist eine Variante. Man kann natürlich auch ein Ziel vorgeben, wir wollen so viele Tore werfen, wir wollen nur so und so viele Tore kassieren. Es gibt verschiedene Varianten, wie man darauf einwirken kann. Was Herr Gilder jetzt speziell vorgibt, weiß ich nicht, vielleicht auch gar nichts. Vielleicht lässt er auch einmal so durchspielen. Gibst du deiner Mannschaft irgendwelche Vorgaben immer mal mit auf den Weg? Das könnte man machen, aber meine Jungs haben bisher noch nicht den Luxus gehabt, hochgefühlt zu haben. Dann bist du auch zufrieden, glaube ich mal, wenn sie so führen und lässt sie frei spielen, ja? Das ist richtig, ja. Also wie gesagt, sie sind ja jüngerer Jahrgang in der E-Jugend und schlagen sich jetzt ganz wacker. Wir haben jetzt in der Rückserie bisher 3 von 4 Spielen gewonnen. Schon mal ganz positiv. Der Start war wesentlich schlechter.